Ein Vergnügen war dieses intellektuell höchst anspruchsvolle Gespräch mit Ihnen. Ja, wahrscheinlich nicht. Trotzdem muss ich wohl noch mal mit Ihnen reden, falls noch Fragen auftauchen. Sie glauben wohl, Sie könnten sich alles erlauben. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, aber Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Ich soll ein bisschen drohen. Also, habe ich gemacht. Fertig. So, hast du noch was? Hallo, Kollege. Ja. Hallo, kannst du mir behilflich sein? Nö, hat er nicht. Ciao. Schade. Und wie findest du unsere Haushälterin? Die hat einen sehr starken Glauben. Wie ich gesagt habe, sowas lässt sich einfach nicht übersehen. Nein, definitiv nicht. Bin neugierig, worüber ihr beiden geplaudert habt. Über Gott und die Welt. Fangen wir mal mit dem Grundsätzlichen an. Welches Alibi hat Frau Wiedhorn? Sie hat mit dem Gärtner gesprochen. Richtig. Aber wir sollten das später überprüfen. Was hast du denn über unser Opfer herausgefunden? Wer ist denn die Liebhaberin? Frau Kraftschick. Kraftschick, ja. Sie stellte ihm nach, aber er liebte sie nicht. Sehr gut. Wir sollten uns mit dieser Frau Kraftschick unterhalten. Mhm. Pfarrer Timmermann hatte wohl andere Interessen als Katja Kraftschick. Mhm. Welche Straftat könnte Katja Kraftschick begangen haben? Stalken. Genau. Das könnte ein Grund dafür sein, warum der Pfarrer ins Ausland wollte. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Definitiv. Der Pfarrer hatte einen weiteren Grund, ins Ausland zu gehen. Diesen Beweggrund konntest du schon auf einem Beweis erkennen. Die Morddrohung. Warum wollte Jakob Timmermann nach Argentinien? Vielleicht wegen seinem Liebhaber dort oder seiner Liebschaft hier. Er hatte es wirklich faustdick hinter den Ohren, unser lieber Pfarrer. Gute Arbeit. Jetzt sollten wir mal mit dieser Frau Kraftschick sprechen. Leider haben die Beamten vor Ort sie nicht finden können. Schade. Die Dame ist einfach nicht aufzufinden. Sie arbeitet in einer Schule als Lehrerin. Wir haben mit ihren Kollegen gesprochen. Sie haben uns erzählt, dass Frau Kraftschick ein wenig merkwürdig ist. Sie dürfte etwas zu verbergen haben. Jupp. Deshalb habe ich dir einen Durchsuchungsbefehl für ihre Wohnung besorgt. Du solltest dich dort gleich umsehen. Okay. Fall Sündenfall, Kapitel 4, Blinde Liebe. Untersuche die Wohnung von Katja Kraftschick. Okay, dann machen wir das gleich mal. Aber vorher bin ich nochmal kurz AFK. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir untersuchen jetzt Katja Kraftschicks Wohnung. Findet Nemo. Da ist wohl jemand Findet Nemo-Fan. Gut. Normaler Arbeitscomputer. So, kindgerechte Sachbücher. Gut, dann ist das der ganze Schrank hier. Fitnessball für Rückenprobleme. Ein halbfertiger Liebesbrief. Es scheint, es sei Frau Kraftschick regelrecht besessen. Okay. Ein altes Foto von Jakob in seiner Sakristei. Ach nee, da wollte ich nicht hin. Ups. Hier raus geht's vielleicht nicht, ne? Nee. Auf dem Balkon scheint auch nichts zu sein. Nee.
Offenbar nicht. Vielleicht was im Schrank oder so? Scheint jedenfalls nicht so. Wir können auf jeden Fall den Schrank nicht öffnen. Also hier ist nur ein unvollständiger Liebesbrief. Sonst war hier bisher... Sonst scheint hier auch nichts weiter zu sein. Mach mal kurz Platz. So. Unterm Sessel vielleicht? Nö. Dahinter? Nö. Gepflegte Zimmerpalme. Am Rechner ist auch nichts. Also hier ist nur ein unvollständiger Liebesbrief. Sonst leider auch nichts Interessantes. Schauen wir mal. Nee, passt auch leider nicht. Eigentlich nicht, nee. Das J passt nicht so. Nee. Doch? Na, das hab ich ja wieder super hingekriegt, ey. Naja. Es ist ein sehr altes Foto von der Sakristei. Auffällig ist, dass einige Gegenstände, die auf dem Foto zu sehen sind, heute nicht mehr da sind. Wohin sind sie verschwunden? Das Kruzifix und die Statue. Also auf jeden Fall... Bei den Liebesbriefen passt die Handschrift. Aber bei der Morddrohung nicht. Gehen wir mal zurück. Hast du noch was? Ich habe nun den Laborbefund des Opfers erhalten. Eine genauere Analyse der Gifte ergab, dass es sich um eine Mischung aus Strychnin und Blausäure handelt. Beide sind mittlerweile verbotene, früher häufig verwendete Schädlingsbekämpfungsmittel. Das Reinigungsmittel ist daher wohl nicht für den Tod verantwortlich. Interessanterweise enthält das Gift auch Schwefeldioxid. Damit leuchtet es im UV-Licht. Vielleicht hilft dir das weiter. Ciao. UV-Licht? Damit haben wir auch damals mal Blut gefunden. Nee, sonst wäre hier die Lampe. Gut. Guck ich mal. Hier auch nicht. Gut, dann zurück zum Hauptquartier. Wie war's in der Wohnung von Katja Krawczyk? Nett. Ich habe mich über die Dame informiert. Einzelgängerin, kaum soziale Kontakte. Echt? Hat aber keine negativen Auswirkungen auf ihre Wohnung. Schade. Ich hatte gehofft, sie wäre ein Messi. Wieso? Dann wär's so richtig lustig für dich geworden. Ja, sehr lustig. Wer dich als Freund hat, spart sich die Feinde. Sei mal nicht so sensibel. Ich hoffe, die neuen Beweise aus Katja Krawczyks Wohnung bringen uns endlich weiter. Was hast du denn in der Wohnung gefunden? Ein Bild von Herrn Timmermann in seiner Sakristei und einen angefangenen Liebesbrief. Sehr gut. Frau Krawczyk schwärmte also wirklich für den Pfarrer. Ja. Aber sind die Briefe aus der Sakristei denn auch alle von Frau Krawczyk?
Eigentlich nur die Liebesbriefe, denn der Drohbrief... Also eigentlich passt hier beides nicht. Ich denke, ja, das habe ich jetzt davon. Das habe ich davon. Ja, diese Träumerei geht wohl schon eine ganze Zeit lang so. Aber das bringt uns noch nicht wirklich weiter. Was konntest du auf dem Foto erkennen? Dass es früher einige wertvolle Gegenstände in der Kirche gab. Dass das Foto eine ziemlich alte Aufnahme ist. Und Putzfrau eigentlich nicht. Das ist allerdings schon interessant. Wertvolle Gegenstände verschwinden ja für gewöhnlich nicht einfach so. Vielleicht wurden sie verhökert. Du hast ja auch nochmal mit unserem Techniker gesprochen. Ja. Was hat er denn über das Gift herausfinden können? Das Gift scheint ein Schädlingsbekämpfungsmittel gewesen zu sein und es war eine Mischung aus Giften. Sehr interessant. Scheint, als wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Ja. Und hat mal alles Giftige aus dem Haushalt zusammengemischt. Gute Arbeit. Aber wir waren auch nicht untätig und haben Frau Kraftschick in ihrer Schule ausfindig machen können. Du kannst sie jetzt vernehmen. Da wurde langsam Zeit. Fall Sündenfall, Kapitel 5, Behauptungen und Beschuldigungen. Befrage die Lehrerin Katja Kraftschick, kläre die Behauptungen und Beschuldigungen. Also wegen Schädlingsbekämpfung könnte das vielleicht der Gärtner gewesen sein, dieser... Wie heißt der nochmal? Steht er hier irgendwo? Herr Ebbers. Könnte vielleicht auch der gewesen sein. Katja Kraftschick ist eine halbherzige Lehrerin, die bei ihren Schülern und Schülerinnen nicht besonders beliebt ist. Sie lässt sich leicht reizen und reagiert dann meist hysterisch und sehr emotional. Zudem scheint sie realitätsfern und hat Probleme mit privaten sozialen Kontakten. Witze dürften sie redselig machen, wenn auch nicht besonders glücklich. Okay, dann mach ich mal ein paar Scherze mit dir. Frau Kraftschick, Sie sind sicher aufgeregt. Ich muss Ihnen leider ein paar Fragen stellen, aber das haben wir schnell geschafft. Dann fragen Sie mich. Je früher, desto besser. Finde ich auch. Gut. Ist Ihnen irgendwas Spezielles an Lars Ebbers aufgefallen? Wenn Sie wollen, können wir auch eine kurze Pause anlegen. Ach, da könnte ich Ihnen so einiges erzählen. Immer raus damit, ich beiße nicht. Wenn mich die Leute ganz lieb bitten, zwicke ich vielleicht ein wenig. Er hatte oft Besuch von einer Frau mit vielen Tätowierungen. Die beiden waren oft bei der Kirche. Wieso bloß? Alles nicht so leicht. Entweder das oder das, aber... Ich weiß, dass die Frage wahrscheinlich unangenehm ist für Sie, aber warum haben Sie so oft versucht, den Pfarrer Timmermans näher zu gelangen?